Willkommen zurück zur 37. Folge Let's Play Civilization 3 mit Mitgezwitschert. Und wir laden unseren alten Spielstand. Und man mag es kaum glauben, wir haben 1918 und die Römer haben uns den Krieg erklärt. Ja, uns den technologisch weitentwickelsten oder der technologisch weitentwickelsten Zivilisation hier in der Hood. Und wir sind jetzt quasi beauftragt, den Römern zu zeigen, dass es eine Scheißidee war. Ja, dann tun wir das doch am besten. Wir haben ein paar Römer noch auf unserem Kontinent. Noch so, wenn ich das so von hier aus überblicken kann, so ungefähr 4 Städte sind es noch. Und da sind schon Panzer unterwegs, moderne Panzer. Und die greifen dort die, ja, Pikemen an oder sowas. Also auf jeden Fall einfachste Einheiten. Ja, und hier wollte ich mir die Stadt New Hastings holen, weil ich die Kohle als Ressource verloren habe. Und ich brauche dringend neue Kohle, weil sonst kann ich keine Eisenbahn mehr bauen. Und das ist schlecht. Ja, und das will ich jetzt sofort beenden. Denn Eisenbahn ist natürlich eine geile Sache, weil ich mich quasi instant. Ja, wir gehen bestimmt gleich raus aus dem Sektor. weil ich mich quasi instant durch die Welt bewegen kann. Aber eben nur, wenn man auch Eisenbahnlinien bauen kann. Und das ist aktuell das Problem. Ist es nicht schön? Diese englische Stadt am anderen Ende der Welt hat 5 Schilder, kann 5 Schilde produzieren. Das ist Demokratie. Die gute Staatsform, die die Korruption doch erheblich senkt. Das ist schon ziemlich super praktisch. Ist natürlich bei kleinen Städten, die gerade erst wachsen, noch immer noch schwierig, aber ja, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann sieht das echt gut aus. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was ich hier gebaut habe. Aber wenn ich das so überblicke, dann ist hier schon alles Wichtige fertig in Rostock. Von daher kann ich jetzt auch hier solche Sachen wie Mechinfanterie angehen. Habe ich mich verklickt. Den Laser erforscht. Weiß ich gar nicht, was der Laser uns bringt. Mal gucken. Wissenschaftlicher Berater. Laser. Okay, wir können jetzt ein Typ. Ja, so eine Komponente bauen für das Raumschiff. Was wir bauen können, sofern wir das SETI-Projekt fertiggestellt haben. Aber im Grunde ist es so eine Übergangstechnologie. Und ich hatte jetzt mich hier noch irgendwo verklickt, wo es direkt am See war. Genau, und die New Heidelberg. Hier müsste ich noch ein Mass Transit System bauen. Gut, dann sind wieder die Jets dran und die bombardieren hier fleißig Agrippa. Thank you.
Hier ist wieder eine Mech Infantry fertig. Und ich baue das einfach weiter. Dann kann ich mich mal umgucken. Hier gibt es ja noch Städte, die noch keine Mech Infantry haben. Vielleicht gibt es ja noch Städte mit äußerst schlechter Verteidigungseinheiten. Hier zum Beispiel dieser Riffleman oder hier ein Spearman. Das kann ich doch ändern. Und die kann ich natürlich dann auch gleich hochschicken in Städte wie diese, die eben bisher nur Kavallerien als Verteidigungseinheiten hat. Und Kavallerien sind ja meine Eingriffseinheiten, auch wenn sie gelegentlich mal versagen, so wie in diesem Fall mal wieder. Ja, mir bleibt im Grunde nichts anderes übrig, als die Engländer wieder anzugreifen, ohne dass ich das möchte. Aber ich brauche halt die Ressource dringend. Gut. Ja, was ist eigentlich mit unserem Panzer? Steht der da nur rum oder macht der auch was? Nee, der kann auch was machen. Da sind ja Jets, die nicht geweckt sind. Ja, und jetzt kann ich die Engländer gleich mal kontaktieren. Obwohl, wenn wir schon dabei sind, dann hole ich mir noch die zweite Stadt. Irgendwo werden sie schon ihre dritte Stadt wieder aufbauen. Ich meine, von der Na oder von der Ressourcen Verteilung ist es ja hier gar nicht schlecht, wo die siedeln. Inmitten von Game. Ja, eigentlich gar nicht so übel. Jo, die Einheit kann sich mal eben regenerieren. Wobei da in die Ecke kommt auch nicht so schnell Römer. Weil sie dort nicht siedeln. Beziehungsweise nicht mehr. Also ich glaube. Nee, ich glaube, dort habe ich keine Stadt eingenommen. Aber ich habe halt schon ein paar römische Städte natürlich auf meinem Kontinent eingenommen. Und dann habe ich noch einige eingenommen. Hoch. Okay, dann habe ich noch einige eingenommen hier im Norden, da wo Potsdam ist. Ich glaube, eine Stadt, die sie dort frisch gebaut haben. Oh, ja. Flattert hier gerade massenhaft Civil Disorder rein. Das ist sehr, sehr uncool. Das könnte an der War Weirdness liegen. Oh Mann, ey. Oh Mann, das ist richtig viel. Vielleicht auch, weil ich den Engländern Krieg erklärt habe. Ja, daran könnte es durchaus liegen. Es hört doch gar nicht mehr auf. Ich werde mich jetzt hier nicht durch jede Stadt klicken und versuchen, überall die Civil Disorder zu lösen. Es scheint mir wirklich, als wenn jede einzelne Stadt Unruhen bekommt. Ja, Demokratie hat auch so seine Nachteile, sehe ich gerade. Oh Mann, ey.
Das ist doch nicht Ihr Ernst. Wie krass ist das denn? Es ist immer noch nicht fertig, ey. Das ist ja unglaublich. Ja, und ist natürlich ein mega Nachteil, wenn man so viel Städte hat. Boah, ist das nervig. Ja gut, dem Scheiß setze ich mich jetzt hier nicht lange aus. Sondern schließe direkt wieder Frieden mit den Engländern, sofern die mir das erlauben. Du willst 20 Gold für Frieden? Ja, wir akzepten das sogar. Ich habe zwar keine 20. Ach so, wir bekommen 20 Gold. Ja, gut. Gut, jetzt hoffe ich, ich hoffe sehr, dass sich das Problem jetzt wieder erübrigt. Oh Mann, war das krass. Ja. Hier, ihr könnt die Stadt behalten. Behaltet die Stadt. Behaltet die verdammte Stadt. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich hoffe, die Unruhen lösen sich wieder auf. Kann natürlich daran liegen, dass ich auch mit den Römern Krieg habe, also zwei gleichzeitig, dass das halt irgendwie zusätzlich schlecht ist. Und deshalb jetzt nicht vorbeigeht. Ja, das werden wir gleich sehen. Ich hoffe aber sehr, dass es wieder vorbeigeht. Gut, dann werde ich die Einheit mal verlegen. Wahrscheinlich wegen dem Leader. Ja. Go aboard. Und ja, was mache ich jetzt damit? Nee, warte mal. Activate. Ich wollte doch hier Sachen bauen. Coole Dinge bauen. Oder? Sowas wie das SETI-Programm wollte ich hier bauen. Genau. Hurry Improvement. Ja, mal gucken, was da passiert. Ansonsten werde ich das Ding jetzt hier disbanden. Ach ne, noch nicht. Später. Eine Runde noch warten, weil es ist so, die Stadt sowieso gerade eben voll mit Schilden. Great. A new town. Okay.
So, jetzt wird man gespannt sein, ob sich das jetzt wieder ausgeht. The Americans. Yes, we accept your offer. We have no problem with you. We are best friends. Order Resort in Berlin. Na gut, das war abzusehen, weil da habe ich ja ein paar kleine Fehler ausgebessert. So, und jetzt haben wir wieder die Scientific Research verdoppelt in Berlin. Und Berlin haut jetzt schon ordentlich auf den Putz, was Science angeht. 265. Das ist viel. Okay, das sieht gut aus. Die Ordnung stellt sich gerade wieder her. Mal sehen, ob es dann in allen Städten so ist. Auf jeden Fall nervt es jetzt nochmal rum, dadurch, dass es wieder in allen Städten passiert. Bisher haben wir Glück. Direkt, der Übergang ist schön. Direkter Übergang vom Unruhen, Riots in der Stadt zu wir feiern unseren Herrscher. Ja, sehr, sehr cool. Das Beste bei diesem ganzen Gewarte und Gelangweile, dass alle Städte hier endlich wieder ihre Ordnung hergestellt haben, ist die Musik, die so schön vor sich hin chillt. Police Station fertig. Ja, da ist noch einiges zu bauen. Kann die Stadt auch weiter wachsen. Das ist auch nicht übel. Ja, und der kulturelle Radius hat sich wieder ausgeweitet für sehr viele Städte in der letzten Runde, wo ich mich sehr darüber erschreckt habe, was jetzt passiert. Irgendwie sind diese Jets ziemlich uncoole Nummer, weil die fehlen ja hier vor fast jedem Versuch. Und andererseits zerstören sie Stadtgebäude, was da total scheiße ist. Citizens have killed ist auch ziemlich uncool eigentlich. Die Römer haben nur eine Verteidigungseinheit in ihrer Stadt. Das ist ja auch äußerst clever. Ich werde mir da zu meiner eroberten Stadt gehen. Da ist es nämlich ziemlich wichtig, dass ich die Kohle schnellstmöglich wieder an das Straßennetz anbinden kann. Und da hatte ich ja auch einen Siedler gefangen genommen.
Aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass ich den gleich nutze dafür. Aber warum auch nicht? Kann natürlich sein, dass der jetzt schon weggerannt ist und irgendwas anderes macht. Weil so wie die Gegensiedler hier sowieso durch die Gegend rennen, da würde mich das nicht wundern. So, mal flott hier hoch. Ja, der macht tatsächlich was anderes. Aber. Ja. Carry on. Ich nehme mir mal hier einen von den anderen. Und den hole ich mir mal darüber, dass der das dann übernehmen kann. Kiew ist auch so weit, dass er, dass die Stadt MacInfantry baut. Das kann gleich fortgesetzt werden. Und hier soll natürlich absolut keine Panzer in den Städten stehen. Was ist eigentlich mit den Einheiten, die jetzt hier schon wieder in Dover rumstehen? Das sind ja auch schon wieder eine ganze Menge. Ach nee, das sind gar nicht viele. I see, I see. Ja. Naja, das war falsch. Hier machen wir wahrscheinlich auch weiter. Ich sehe jetzt nicht, was ich stattdessen unbedingt bauen sollte. Ich meine, Manhattan Project könnte man machen. Long Ivity können wir auch machen. Aber zumindest sollten wir erstmal für uns selber sorgen, dass wir selbst mit Mech-Infanterie versorgt sind in allen in der eigenen Stadt. That's what I want to say. Gut. Ja, ich muss erstmal warten. Ja, und da kommen auch schon wieder Angreifer. Und gar nicht mal wenig. Na, nicht schlecht, Herr Specht. Also ich werde, glaube ich, mal die Jets darüber rebasen, weil irgendwie sind die da, glaube ich, besser aufgehoben. Hier ist das Recycling Center fertig in Hamburg. Hamburg. Die haben noch Schrumpftum hier in der Stadt. Ja, so ist das, wenn man Pollution hat. Sieht auch schon ganz gut aus. Eine Offshore-Plattform. Sehr schön, sehr schön. Hier wird langsam wirklich alles fertig gebaut. Hier ist jetzt alles fertig gebaut. Jetzt kann ich hier auch noch die Mech-Infanterien durchführen. Next Research Lab. Ja, und den werde ich jetzt wieder rebasen. Hier wake ich den Riffleman. Ist der jetzt schon? Nee, nee, nee. Ah, jetzt. Und baue was anderes. Ist alles fertig. Ja, geht es hier besonders schnell? Eigentlich nicht. 27 Runden ist jetzt nicht so super schnell. Also machst du hier weiter Mech Infantry. Dann schauen wir mal, wo wir hier noch Einheiten ersetzen müssen. Da ist auch die Infanterie fertig. Und da gibt es noch einen Pikeman. Hier geht's schneller.
23 Runden. Trotzdem nicht. Ich glaube, da gibt es Orte, da ist es noch schneller. Genau, und den schicke ich jetzt hier runter und soll, der soll die Straße zur Kohle bauen. Und von der Kohle weg. Damit meine Eisenbahnstrecken vervollständigt werden können. Meine Arbeiter weniger dumm rumlaufen. Was sie ja reichlich tun. Ja, gut. Die wake ich jetzt auch alle und rebase die in die schöne Stadt hier drüben. Was ja netterweise auch instant geht. Ja, Flugzeugträger, ein nettes Feature. Aber im Moment habe ich andere Probleme. Gut. Kann ich ja gleich beide waken. Weil die können ja höchstens zusammen eine eine Kavallerie ersetzen. Und auch dort nur eine einzige Verteidigungseinheit. Ja, es ist wesentlich, dass ich selbst nicht den Krieg erklärt habe. Wenn man selbst den Krieg erklärt, dann hat man die Warbeginners an der Backe, wie wir schön gesehen haben. Und das ist nicht nett. Da tun die hier alle rumzetern. Die haben schon eine Kavallerie. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich werde auch mal meine Kavallerien da irgendwie vorholen. Die müssen ja jetzt irgendwie doch schon gleichzeitig angreifen können. Ja, nicht nur eine Kavallerie, wie ich sehe. Ja, das wird gar nicht mal so leicht, glaube ich. Hier ist eine Police Station fertig. Na, setzen wir mal mit der Bank fort. Gibt es hier auch noch ein bisschen was zu tun? Ist auch keine schlechte Idee, gleich die Factory zu bauen, wenn zumindest alles andere Wichtige gebaut ist. Weil man dadurch natürlich dann im Nachgang viel schneller produzieren kann. Disorder in Pointers. Das mögen wir nicht. Hier gerade ein Arbeiter gebaut? Ist ja interessant. Mindestens interessant ist es.
Ach so, ich weiß warum. Ha, ja, den werde ich auch mal nicht automatisieren. Weil der hier Grütze macht und irgendwie nichts produziert kriegt. Ja, genau. Bochum! Pointers and Nottingham. So, Robotics ist fertig. Ich kann wieder noch mehr geile Schiffe bauen. Ich kann noch mehr Schilde produzieren. Und kann eine Radar-Artillerie bauen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich als nächstes angehe. Spaceflight wäre eine Option. Ich mache erstmal Stealth. Und dann, ja, werde ich meinen ganzen Weltraumkram machen. Und dann kann ich ja mal ein wenig dazu übergehen. Bombing failed. Ja, der Bomber, der rockt es ordentlich. Aber die Jets. No, you are right. Scheiße. Ja, das. Das, warum eigentlich, ey? Ich hoffe, ich hab's mir jetzt den nicht. Ne, die sind immer noch sehr glücklich mit mir. Ach, ey, das, was für eine Scheiße. Einfach mal daneben gezielt. So, haben wir hier noch irgendwo Kavallerien übrig? Anscheinend nicht. Hier hätte ich noch welche übrig. Ja, die will ich auch ungern versetzen. Vielleicht werden die noch gebraucht dort. Kann ja sein, dass die dort auch ankommen. Gut, ich ziehe die erstmal hier rüber. Da fehlen mir natürlich die Panzer. Ah, ich habe eine Idee. Ich werde vielleicht schon mal meine Stadt verlegen, die für den Angriff zuständig ist, von Dover irgendwo in den Süden, so dass sie direkt gegenüber der von den Römern ist. Ja, Flugzeugträger. Keine Ahnung, stell dich da hin und setz dich fest. Weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Du kannst hier mal das Schiff wegballern. Dem hole ich mir eben den Arbeiter. Ja, und du bist dafür zuständig, hier mal so ein Bergwerk zu bauen oder ein paar mehr. Bestenfalls. Und ich gehe gleich noch hier nach Dover. Wo ist Dover? Genau. Und tue mir mein Transportschiff runter. Vielleicht auch gleichzeitig noch eine Karavelle. Ich weiß nicht, ob jetzt hier vielleicht ein Schiff kommt und eventuell sogar mein Schiff angreift. Das ist ja gut möglich. So, und eine Stadt wie Bremerhaven oder Hamm. Ich habe ja echt wenig Küstenstädte. Na, dann nehme ich halt diese neue Stadt. Wäre natürlich eine gute neue Basisstation. Ja, das hier ist jetzt eine Verteidigungseinheit vorhanden. Dann kann ich auch direkt zum Angriff übergehen.
Hier werden auch fleißig weiter Mech-Infanterien gebaut. Könnte ich jetzt hier die Manufacturing Plant als nächstes angehen. Raider-Artillerie gibt es sogar auch schon. Was ich vielleicht Witziges bauen könnte, wäre sowas wie Bomber. Die werden ja hier auch flott fertig. Und in Nottingham und Pointers muss ich noch die Probleme beheben, bevor es dort dazu kommt, dass die irgendwelche Einrichtungen zerstören. Das wollen wir nicht. Das können wir gar nicht leiden. Ja, wo ist denn Pointers? Wo kreist denn noch eine Rauchschwade über der Stadt? Ah ja, da. Sehr gut. Ja, es trägt hier schon einzigartige, seltsame Blüten mit den Land, mit der Landverteilung. Das so ins Land reinfrisst mit dem kulturellen Radius. Das ist schon krass. Gut. So, und sie versuchen anzugreifen. Es rumpelt hier in der Bude. Es könnte durchaus spannend werden, wenn die mit ihrer ganzen Armada da vor meiner Stadt stehen. Hier ist das Research Lab fertig. Oh, da gibt es auch noch viel zu bauen. Erstmal die Factory voranstellen. Sieht ganz ähnlich aus. Wenn ich jetzt hier einen Ort finde, wo alles soweit fertig ist, dann werde ich da einen Bomber bauen. Ja, das werde ich. Aber kann ja, es gibt ja gar nicht so eine Orte. Cambridge muss ich mir merken. So eine Orte gibt es ja gar nicht, weil ich hier jetzt überall noch das Manufacturing Plant bauen kann, zumindest. Husum. Auch in Jena. Potsdam ist die Factory fertig. Ja, Potsdam braucht nun wirklich keine Bomber. Oh, ich kann hier aber noch den Heli rüberschicken in die andere Stadt. Das ist auch keine so schlechte Idee. In Bamberg ist endlich das Aquädukt fertig. Ja, wenn die unbedingt. Naja, naja. Ich mach das mal mit der Offshore-Plattform, glaube ich. The Resistance has ended. Okay. Hier gab es, genau, in Cambridge gab es Unruhen und in Jena. Das muss hier. Oh, super gezielt. Ja. Und ich verlege jetzt noch fix aus Potsdam den Heli. Helikopter. Der hat den auch noch geladen. Sehr schön.
dann mal fix nach New Amsterdam. Zack. Die Blut muss eine Verteidigungseinheit haben. Ne, haben sie nicht. Jetzt sind schon ein bisschen klüger geworden. Ja, klar, jetzt kann ich hier auch das Manufacturing Plant bauen. Ist ja logisch. Ab nach New Lyon. Es hört hier gar nicht auf mit der Pollution. Und diese verfluchten Arbeiter kommen nicht runter. Vielleicht sollte ich einfach noch ein paar waken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht sicher. Bewegung, aber im Endeffekt taugen sie nix, weil sie nicht das tun, was sie sollen. Und das ist vor allem Verschmutzung beheben. Na klar, sie tun das schon, aber doch sehr, sehr schleppend. Gibt echt kaum wichtigere Dinge, als diese Verschmutzung zu beheben. Und wenn sie das nicht machen, dann ist das echt doof. Das würde ja auch super lange brauchen, bis die hier drüben sind. Aber vielleicht sollte ich die Stadt, das Schiff trotzdem rüberschicken. Mache ich einfach. Ja, und jetzt sehen wir hier irgendwie eine riesige Armada an feindlichen Einheiten, die uns wahrscheinlich im nächsten Zug angreifen möchte. Und ob wir das überstehen oder ob wir hier Einheiten verlieren, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und deshalb dürft ihr gespannt sein, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Let's Play.